in der Literatur auf einmal so stark. Wolfgang Marz, Sie sind Literaturwissenschaftler und haben ein Buch geschrieben, Die Kunst des Ehebruchs, Effi, Anna, Emma und ihre Männer. Was war das Motiv? Es ist kein Ratgeberbuch. Nein, das ist kein Ratgeberbuch. Ich bin ja auch kein Spezialist für Ehebruch, sondern bin eigentlich ein Spezialist für Literatur. Das ist gekommen aus meiner Beschäftigung mit dem 19. Jahrhundert und dann eben durch dieses Zusammentreffen dieser drei Titel, Emma Bovary, also Madame Bovary, Anna Karenina und Effi Briest. Und ich habe immer gedacht, diese Untersuchung gäbe es schon, die hätte es eigentlich auch geben müssen, aber weil es sie nicht gab, habe ich sie dann gemacht. Das sind ja drei der berühmtesten Romane des 19. Jahrhunderts, die nach wie vor in x Ausgaben greifbar sind und gelesen werden. Schulstoff, ich glaube nicht, dass es einen deutschen Gymnasiasten gibt, der um Effi Briest herumgekommen ist. Woran liegt das, dass diese Romane so prominent sind und so prominent dieses Thema Ehebruch behandelt haben? Nun, das Thema Ehebruch tritt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf und verschwindet in gewisser Weise, natürlich nicht vollständig, aber doch so prominent mit Anfang des 20. Es ist aber natürlich trotzdem eine Variation auf das alte, uralte Thema von Liebe, Treue und Verrat. Und der Ehebruch ist eben, diese Möglichkeit des Ehebruchs ist eben doch die spezielle Ausprägung dieses alten Themas in dieser Zeit, in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, wo so etwas wie ein Ehebruch offensichtlich zum ersten Mal möglich geworden ist. Vorher war er entweder reserviert für mythologische Gestalten, Könige in Königsdramen, Königinnen, aber war kein Phänomen, was für den normalen Menschen der bürgerlichen, kleinbürgerlichen Welt irgendwie in Frage gekommen wäre. Eine letzte Frage, sagen eine praktische Frage. Alle drei Romane, so wie Sie sie schildern, analysieren, vergleichen in allen Dimensionen. Wenn man sie noch nicht gelesen hat, danach möchte man sie lesen. Womit sollte jemand anfangen, wenn er sich diesem Thema, dieser Welt des 19. Jahrhunderts, dieser Schilderung der Kunst des Ehebruchs zuwenden will? Ja, schwer zu sagen. Anna Karenina ist der umfassendste Roman, er ist auch der dickste, der längste Roman, er ist der vielfältigste Roman. Er ist eine wirkliche Welt für sich und geht in seiner Darstellung von ganz verschiedenen Lebenssituationen, ganz verschiedenen Charakteren, so weit wie kein anderer. Madame Bovary dagegen ist der konsequenteste, der radikalste, zum Teil auch der komischste, sarkastischste und in seiner Machart der kunstvollste der Romane und ist ja auch in der Literaturkritik oft als der vollkommene Roman schlechthin bezeichnet worden. Man sollte mit einem von den beiden anfangen. Effi Briest fällt gegenüber diesen beiden Meisterwerken wahrscheinlich etwas ab. Vielen Dank.